Willkommen auf meinem Kanal Streampunk und auch willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf meinem Kanal. Zunächst bedanke ich mich bei euch wie immer, wie in gewohnter Weise für eure ganze Unterstützung. Ob du jetzt nur einen Kommentar geschrieben hast, das unterstützt meinen Kanal. Falls du mein Video geliked hast, auch das unterstützt meinen Kanal. Vielleicht hast du auch versucht, die Gemeinschaft zu vergrößern, indem du meine Videos geteilt hast. Auch das unterstützt meinen Kanal. Und natürlich auch vielen Dank für eure ganzen Abos. Auch das unterstützt meinen Kanal ungemein. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, aber in Zukunft nichts Wichtiges mehr verpassen möchtest, möchte ich dich bitten, abonniere meinen Kanal und aktiviere eine der Glocken. Und seit neuestem gibt es auch die YouTube-Mitgliedschaft. Das ist das hier. Ähm, da dreht sich es ganz einfach um einen äh, kurzen kleinen Beitrag monatlich und äh, dafür erhältst du dann Chat-Symbole mit dem Streampunk. Gesicht oder mit der Streampunk Maske ein Vorabzugriff auf neue Videos, wenn sie von YouTube noch überprüft werden müssen. Und du wirst natürlich auch namentlich erwähnt. Vielen lieben Dank auch schon einmal dafür. Tja, ihr seht es schon im Thumbnail 2024 ist der Rekord für Arbeitsunfähigkeitsmeldungen. Ja, bereits gebrochen kann man sagen. Und zwar habe ich was Interessantes gefunden auf dem Telegram-Kanal von Tom Lausen. Ich nehme kurz das Logo oben raus. Könnt ihr sehen, Tom Lausen, Datenanalyst, offiziell. Das ist seine offizielle Seite. Er berichtet hier von einer äh, Statistik der BARMER Krankenkasse über die BARMER Versicherten. Wir sehen hier eine Kurve und da gehen wir gleich genauer noch mal rein. Er schreibt hier Hallo zusammen. Das BARMER Institut gibt immer noch Wasserstandsmeldungen zu akuten ähm, Arbeitsunfähigkeitsatemwegserkrankungen. Wenn man sich die aktuellen Kurvenverläufe anschaut, sieht man Niveausprünge ab 2022. Was man noch nicht sieht, ist, dass die 2024er Kurve ab der 35. Woche aus der Deckung kommen wird über dem Niveau der beiden Vorjahre. Da 2024 bereits seit dem Sommer immer über 2023 liegt, dürfte auch dieser Herbst und Winter wieder beste Chancen haben, den seit 2021 entstandenen exponentiellen Niveauanstieg gegenüber den vor Gesundheitskrisenzeiten zu bestätigen und eventuell zu toppen. Also weiterhin Atemwegserkrankungen auf einem 3,5-fach höheren Niveau als vor der Gesundheitskrise bei der arbeitenden Bevölkerung im dritten Jahr in Folge. Wann gilt das natürliche Immunsystem eigentlich als austherapiert oder als gesichert lernschwach? Was wurde bloß 2021 neu und ungetestet eingeführt? Ich komme gerade nicht drauf. Ja, sehr spitz finde ich hier und natürlich wie immer sehr gut von Tom Lausen. Und es ist natürlich interessant, die Mainstream-Medien schreiben also ähnliches, auch hochinteressant hier, wir sehen es, das sind die Google News, wir sehen es hier. Telefonische Krankschreiber, AOK-Report, neuer Rekord bei Krankheitsfällen im Januar. Krankenstand Rheinland-Pfalz. Hauptsache bleiben Atemwegserkrankungen. Krankmeldungen könnten dieses Jahr neuen Rekordwert erreichen, ist der Tagesspiegel. Äh, Krankenkasse, Krankschreibung, Zahl der Atemwegserkrankungen gestiegen, Zeit online. Atemwegserkrankungen sind im Kreis höchster, häufigster Grund für Krankschreibungen. Beispielsloses Level Krankmeldungen in Deutschland auf Rekordniveau, eine Erkrankung dominiert. Ja, und so geht's es so fort und so weiter. Ähm, also der Mainstream greift das auch auf, allerdings wird hier nicht so eine Panik gemacht, wobei ich das dann wieder mer merkwürdig wiederum finde, wenn ähm, äh, unsere Regierung sagt, ja, ja, lasst euch auf alle Fälle nochmal behandeln dieses Jahr. Wir stehen gerade in einer schlimmen Grippewelle. Da habe ich mir jetzt einmal diese... Ja, wie soll ich sagen? Diese, ähm, diesen Grafen von der BARMER habe ich mir einmal angeschaut und äh, oben ist der Titel zu erkennen. Ich nehme kurz das Logo einmal raus. Arbeitsunfähigkeitsdiagnosen akuter Atemwegserkrankungen bei BARMER-Versicherten. Hier sehen wir am Anfang, ganz am Anfang links die erste Kalenderwoche 2018. Und wir sehen ganz rechts die 34. Kalenderwoche 2024. Die unterschiedlichen Farben erklären sich hier. Blau ist für Exerbation, grün ist für Grippe, äh, gelb Pneumonie, also Lungenentzündung, blau ist ähm, Infekt, ich kann es tatsächlich nicht genau lesen. Gripala-Infekt oder irgendwas. Dann haben wir das rote, ist eben das Krisevirus. Und das sonstige Grüne sind sonstige Atemwegserkrankungen. Ah, okay. Dunkelgrün ist ein banaler Effekt. Infekt. Gut, alles klar. Da ne? habe ich jetzt hier den blauen Pfeil einmal eingezeichnet, was bedeutet, das ist der Jahreswechsel. Wir sehen also von ganz links bis zum blauen Pfeil. Ganz links ist das Frühjahr mit einem mit einer Spitze. Dann geht es wieder runter, beziehungsweise das ist der Januar, Februar, März, der Winter kann man sagen, im neuen Jahr. Dann geht es ein bisschen runter im Sommer. Eine kleine Nase sehen wir hier, zwischen der linken großen Spitze und dem blauen Pfeil sehen wir eine kleine Nase, ungefähr in der Mitte. Das ist hier so ungefähr die 28. kW, wenn ich das hier so richtig lesen kann. Und dann steigt es zum Herbst wieder an. Das ist dann wieder unsere Herbstwelle. Dann haben wir hier wieder so ein knick ich schätze mal ja weil leute im, im weihnachtsurlaub sind oder so denn die kurve verläuft ja eigentlich weiter aber dann wird hier einfach nicht gemessen also hier erkennen wir am blauen pfeil den jahreswechsel und im nächsten jahr 2019 erkennen wir auch ganz klar den jahreswechsel nur erkennen wir nach dem zweiten blauen pfeil rechts einen hohen anstieg der, ähm, ja, der, der der Winterkurve, äh, der Wintergrippe im neuen Jahr, aber eigentlich auch nichts außergewöhnliches. Hier sehen wir dann von 2020 auf 21 auch wieder das Muster des Jahreswechsels, da fehlt merkwürdigerweise die Spitze. Das heißt, wir haben ja hier 2020 auf 21, ja, da fehlt irgendwas wahrscheinlich wegen der Lockdowns, weil die Leute zu Hause geblieben sind, schätze ich mal, nicht mehr so viel unter Leuten war. So, und dann sehen wir hier auch im nächsten Jahr, Weihnachten 2021, auch wieder dieses Loch in der Mitte, einfach innerhalb dieser grünen Kurve. Dadurch ist also hier auch der Jahreswechsel ganz klar in diesem Kurvenmuster wiederzuerkennen. Allerdings ist der rote Pfeil genau dasselbe, also hier auch wieder der Jahreswechsel von 2021. 22 auf 2023. Wir haben angefangen zu behandeln im Herbst 21, also kurz vor dem letzten blauen Pfeil äh, und danach äh, ja, äh, explodieren diese Kurven hier. Alles verschiebt sich und zum nächsten Jahreswechsel von 22 auf 23 haben wir plötzlich keinen kein Einknick mehr, sondern genau das Gegenteil. Eine also äh, ja eine extreme Explosion nach oben kann theoretisch daran liegen, dass wir getestet haben, dass die Leute sich haben zum Weihnachtsfest testen lassen, noch mehr als im Jahr davor. Theoretisch möglich. Wir sehen dann, diese Fläche ist im Grunde die, die irgendwie hier im Jahreswechsel zu viel ist. Hier sehen wir dann im nächsten Jahreswechsel wieder den Einbruch, wieder den Einknick. Ne, auch hier ist in der Kurve wieder der Jahreswechsel zu erkennen. Dann haben wir hier diese kleine Nase, die habe ich jetzt mal im ganz links mit dem ersten Pfeil gekennzeichnet. Das ist die kleine Sommergrippe, will ich sie mal nennen. Die wir auch im nächsten Jahr erkennen: 2019, 2020 und sogar 2021, 2022 explodiert diese. Die sehen wir in dem nächsten roten Pfeil. Und ganz am Ende sehen wir wieder den dunkelblauen Pfeil. Da können wir diese ähm, ja, diesen, diesen Sommer, diesen, äh, diese Sommernase auch wieder erkennen, allerdings auch hier extrem viel höher, genauso wie hier beim ersten roten Pfeil, auch ein extremer Ausschlag. Es scheint so zu sein, dass sich die Kurven seit 2021 extrem verändert haben. Nicht nur das scheint so zu sein, sondern bei den Barmer-Versicherten, bei der arbeitenden Bevölkerung. Ja, sieht man hier. Und ich möchte jetzt erstmal nur diese Spitzen der Kurven hier einmal deutlich machen, dass das im Grunde immer wieder kommt. Man kann auch auf der linken Seite des Bildes sehen, dunkelblau, hellblauer Pfeil, dunkelblauer Pfeil, hellblauer Pfeil. Hier passiert gar nichts, außer hier, dass die Natur einfach so wirkt wie immer. Und dann sehen wir den nächsten dunkelblauen Pfeil, dann den hellblauen Pfeil. Und hier befinden wir uns dann im Jahreswechsel 2021 auf 22 und danach Eskaliert die gesamte Kurve in alle Richtungen. Nicht nur, dass sie extreme Spitzen hat, sondern auch, wir sehen das hier, ne, ähm, extrem viele, also extrem hohe Kurvenausschläge. Jetzt sehen wir hier auch den Anstieg der roten Kurve. Das sind die der krisen virus ähm, Es scheint so tatsächlich so zu sein, als wenn diese Kurve nur so dick ist, weil sich diese rote Kurve hinzuaddiert. Würde man die rote Kurve rausnehmen, glaube ich, hätten wir wieder einen einigermaßen normalen Verlauf. Ja, so und äh, dann lass uns doch hier noch mal einmal weiterschauen. Genau, hier zum Beispiel, wo das Fragezeichen zu erkennen ist, fehlt die Sommerkurve. Die Sommernase, die Sommergrippe, und das ist im Jahr 2023. Während wir, wie gesagt, im 2024 im Sommer diese Nase wieder gesehen haben. Und dann habe ich hier einmal das Jahr 2019 genommen und so blau hinterlegt. Ihr könnt das sehen, ne, ganz links zwischen dem ersten hellblauen Pfeil und dem zweiten hellblauen Pfeil habe ich diese Kurve. Das ist ein Jahr und das ist sozusagen der typische Verlauf eines Jahres. Das habe ich einmal blau unterlegt und dann einmal auf die nächsten Jahre übertragen, wie hier aufs Jahr 2020. Hier sehen wir, dass die Kurve Schon irgendwo gleich ist, aber einen leichten Ausschlag hat im, äh, im Winter 2000, also im Frühjahr 2020. Hier ähnlich 2021, allerdings fehlt hier die Frühjahrsspitze. Dafür geht's im Winter ein bisschen mehr ab. Ja. Hier passt die Kurve überhaupt nicht. Vorne am Anfang, am Jahresbeginn passt sie und dann kommt die Nase. Die Winternase, die schlägt hier extrem aus in, 2000, äh, in 2022. Und dann, wie erwähnt hier, der rote Pfeil, ja, sollte also eigentlich so ein, so ein Knick sein, wie überall in den Jahren zuvor, ist nicht gegeben. Und dann hier auch 2023, ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn mehr. Hier fehlt sogar die Sommerkurve, die Sommernase und hier 24 scheint es wieder zu stimmen, aber die Werte gehen ja in die Höhe. Man kann es äh, kaum verstehen. Das ist das oberste Niveau von 2018. Da sehen wir, dass der Jahreswechsel 22 auf 23 darüber liegt und auch der Jahreswechsel 23 auf 24 darüber liegt. Was eigentlich noch nicht so problematisch wäre, wenn man nur die Spitze betrachtet, aber man sieht ja... Ähm, ja, das alles weitere, darunter extrem, extrem ausgefüllte, extreme, dicke Kurve. Das ist das untere Niveau. Die blauen Pfeile zeigen immer die Jahreswechsel. Das ist das unterste Niveau aus 2018, das wird hier nicht mehr erreicht, äh, seit 2022. Hier nochmal einfach, um das mal zu verdeutlichen. Wo die Differenz ist und wir sehen hier die rechte Seite der Kurve ist einfach fett, ja. Die rechte Seite der Kurve ist einfach extrem fett. Ja, hier nochmal die Jahreswechsel und im Fragezeichen sehen wir die fehlende Sommerkurve und hier nochmal die Sommerkurven als Gesamtergänzung. Ja, und ähm, ich will es gerne nochmal erläutern. Die dunkelblauen Pfeile sind die Sommerkurven der Arbeitsunfähigkeit durch Atemwegserkrankungen. Die hellen Pfeile zeigen immer den Jahreswechsel. Und seit Beginn 2022 eskaliert diese Kurve in alle Richtungen. Den letzten normalen Wert, die Letz das letzte normale Muster, was wir sehen, ist eben Jahresübergang 2021 auf 2022. Das ist hier der vorletzte blaue Pfeil, fast in der Mitte. Vor dem ersten roten Pfeil, der hier ganz klar zeigt, was ist das für eine Sommergrippe. Eine unschlagbar heftige Kurve. Und dann der zweite rote Pfeil, wiederhole ich gerne noch einmal, zeigt, ähm, ja. Den, das gegen, den gegenläufigen Jahreswechsel, kann man sagen. Während also die hellen blauen Pfeile immer einen Knick nach unten zeigen, zeigt der zweite rote Pfeil hier ähm, eine extreme Spitze und das genau über die Feiertage. Ja, und das rote Fragezeichen zeigt ganz klar, dass die Sommerwelle fehlt. Und den, im vorletzten hellblauen Pfeil kann man wieder erkennen, hier deutet sich wieder der Jahreswechsel ab. Und im letzten dunkelblauen Pfeil können wir sehen, hier ist auch wieder die Sommerkrippe, die sogar ne, über das Niveau des Vorjahres geht. Da, wo das Fragezeichen ist, müsste eigentlich auch so eine Delle sein ne, wie im letzten Jahr 2024. Die fehlt aber komplett. Die fehlt aber komplett. Ja und Tom Lausen sagt jetzt, dass hier 34. 35. Kalenderwoche die Kurve extrem hoch schnellt und äh, wahrscheinlich sogar noch das Vorjahresniveau erreichen wird. Tja, also alles in allem, lass uns noch mal die Pfeile kurz rausnehmen. Alles in allem kann man hier in der Mitte sehen Jahreswechsel 21 auf 22. Im Herbst 21 ging diese gesamte Werbekampagne los. Die Leute haben sich gerissen um die Kanülen. Ich habe Gespräche belauscht wie, wie, du hast schon deine zweite? Ah, wo hast du die her? Ja, zwei ältere Damen habe ich erlebt. Ja, und äh, Tom Lausen hat ja dann auch seine äh, Tour gehabt. Der ist ja auch immer ständig unterwegs mit Vorträgen. Und da fragt er sein Publikum, das habe ich schon einmal gezeigt. Wer hat, kennt eigentlich jemanden mit schweren Schäden nach Behandlung? Tja, er fragt hier also, so eine Zusammenstellung ist das hier, er fragt hier also äh, an verschiedenen Orten seiner Vorträge. Lass uns da mal eben reinhören. Wer kennt jemanden, der starke Impfnebenwirkungen hatte? Können Sie sich bitte schön oben lassen, drehen Sie sich bitte mal um und gucken sich das an. Also ich würde sagen, 90 Prozent sind das ungefähr. Wer kennt jemanden, der schwere Impfnebenwirkungen hatte? Lassen Sie die Arme bitte oben und drehen sich auch mal um und gucken sich das selber mal an, weil Sie das ja nicht sehen können. Wer kennt denn jemanden, der schwere Impfnebenwirkungen hatte? So, jetzt lassen Sie mal schön so lange die Arme oben, bis Sie sich umgedreht haben und sich das mal angesehen haben. Dann habe ich jetzt eine zweite Frage für Sie. Wer kennt jemanden, der schwere Impfnebenwirkungen hatte? Bitte die Arme oben lassen, drehen Sie sich mal bitte um. Drehen Sie sich mal bitte um, Sie können auch gerne aufstehen und sich das mal angucken. Die Frage war: Wer kennt jemanden, der schwere Impfnebenwirkungen hatte? Dankeschön. Wer kennt jemanden, der starke oder schwere Impfnebenwirkungen hatte? Wer kennt jemanden, der starke Impfnebenwirkungen hatte? Wer kennt denn jemanden, der starke Impfnebenwirkungen hatte? Was? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Bitte nochmal umdrehen und sich das mal angucken. Sie haben heute mal Gelegenheit. Gucken Sie sich das mal an. Wer kennt jemanden, der starke Impfnebenwirkungen hatte? Drehen Sie sich bitte alle mal um und die Arme schön oben lassen. Drehen Sie sich alle mal um und gucken Sie sich das bitte an. Gucken Sie sich das genau an. Schön die Arme oben lassen. Ich würde sagen, wenn ich das von hier oben so mit Scheinwerfer ich gehe mal aus dem Scheinwerfer. Ich würde sagen, 90 Prozent. Tja, immer wieder schockierend, wie ich finde. Absolut schockierend. Und das ist schon ein paar Wochen her, glaube ich, sogar ein paar Monate, dass der Tom Lausen seine Tournee gemacht hat und seine Vorträge dort und hat die Menschen gefragt, ja. Und interessant ist hier auch zu erkennen, ein Prinzip, die Leute haben sich Manche haben sich sofort gemeldet, die haben kein Problem damit, das zuzugeben, weil sie sagen, ja, naja, ich kenne jemanden, ne, ob das es vielleicht ich selber bin, ähm, was weiß ich, muss ich ja nicht sagen, kommt ja nicht raus. Aber ähm, was man merkt plötzlich, ist, dass man sieht: Oh, der Nachbar auch, der Gegenüber auch, der, der neben mir sitzt, auch, bis zur ersten Reihe. Jeder zweite, jeder Dritte, ne, der sagt 90 Prozent, also äh, neun von zehn Leuten, kennen jemanden, der diese Schäden hat, ja. Und das ist es im Grunde ne? Das ist es im Grunde ja und ich äh, find's also wirklich heftig, weil diese Kurve, die wir eben gesehen haben, ganz deutlich zeigt, was passiert ist. Und jetzt könnte man auch ein neues Argument gegen die Kritiker daraus entwerfen und sagen ja pass mal auf, wenn deine ganze Behandlung so toll funktioniert hat. Warum, warum haben wir in den Jahren vor dem Krisenvirus? Keine Ausschläge und die Muster sind immer gleich. Und warum eskaliert die Kurve, nachdem wir angefangen haben, ja, die Behandlung anzubieten? Also ich denke, das gibt einfach einen logischen, kausalen Zusammenhang. Wir haben jetzt ja auch einige Jahre mehr, auf die wir zurückschauen können. Und je mehr Zeit in Land, ins Land gehen wird, desto häufiger wird man das noch Erkennen können ich will sie gerne noch einmal zeigen und gerne auch noch mal zum verdeutlichen ohne feile ja, schaut euch das hier noch einmal an ganz genau ja. in der mitte der kurve ist ungefähr der zeitpunkt der beginn der behandlung und alles was rechts davon liegt ist die pure eskalation Tja, meine Lieben, das gibt alles extrem zu denken, wie ich finde. Ähm, teilt das Video einmal, teilt vor allen Dingen auch ähm, diesen, diesen Link der Barmer. Ähm, da das offizielle Informationen von der Krankenkasse sind, denke ich, werde ich den Link hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Ansonsten findet ihr den Link auch auf dem Telegram-Kanal von Tom Lausen. Für heute wäre ich durch mit meinem Video. Ich bedanke mich für, bei euch für eure ganze Unterstützung. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, aber mehr von mir in Zukunft sehen möchtest, dann möchte ich dich bitten, abonniere bitte meinen Kanal und aktiviere eine der Glocken, damit du in Zukunft nichts Wichtiges mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so ganz genau. Eins weiß ich allerdings sicher. Wir wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.